Wunderschönen guten Tag und hallo liebe Leute, was geht ab? Wir spielen immer noch COD. Wir spielen eigentlich die ganze Zeit. Wir machen jetzt nie was anderes. Und wir sind Invasion und mal wieder suchen und zerstören, das sieht man alles so schön. Was hatte ich jetzt, Jan? Rangers. Zumindest, wenn wir nicht wieder beim letzten Mal... Rangers haben es drauf. Lukas, ich kann auch gleich mal Autos zuweisen. Auf der Karte spiele ich doch erstmal das hier. Hoppala, und ich habe... Oh, den Jan. Das ist auf dieser Karte eigentlich sehr schön. Wie man das Gefühl hat, dass Jan diese Karte kann. Ich liebe diese Karte. Ich finde die so schön. Deswegen sagst du auch... So laut. Wow! Ich hab mich verstanden. Ey, da stand der Basti hinterm Tresen, so wie so eine Puppe. Ich also im Café, im Café. Und dann steht er da, Volks, ich lege mich mal dahin. Der Kopf guckt mich an. Alter, ich glaube selbst The Evil Within ist nicht so gruselig gewesen an der Stelle, wo es am gruseligsten ist. Hatte der die Bombe, Basti? Da ist mein Teammate. Ich habe sie nicht gesehen. Einfach mal mit ihm sagen. Jan hat sie bestimmt sowieso schon geholt. Ja, wenn er nicht da geblieben ist, dann... Wieso? Jan war B ungefähr. Wo ist denn ungefähr? Ja, ein Haus weiter. Ein Haus weiter. Das ist direkt in dem B-Spot gewesen. Hat bei B geplant. Wow. Ah, schön. Aber ich muss sagen, das war jetzt lucky, dass du sofort drauf warst, weil du so panik einmal rumgerissen. Wo ist er denn? Ah, und dann so glücklich sofort drauf gewesen. Ärgerlich, ja. Aber ich hab durchs Auto geschossen, aber es kugelsicher, ne? Alter, hab ich ja keinen Trumpf. Wie zumindest. Ja, ne? Aber also ich meine nicht das Auto an sich, ich meine jetzt da, wo eigentlich Scheiben sein müssten und keine sind, weil das fehlt. Wow. Voll daneben geschossen. Die sahen auch nicht gut aus, so von der Seite, die Schüsse. Ja, ich hab Panik gehabt, weil Lukas da sich auf einmal hingelegt hatte. Nein. Boah! Jan, ich hätte dich fast umgemessert, weil ich keinen Tag hatte. Also zumindest, also ich hatte glaube ich einen Tag. Akibo Loop! Videothek. Ich wollte ihn messern! Was gespielt! Ja, mein Fehler, den Punkt hätte ich nicht abgeben dürfen. Den wollte ich messern. Akimbo! Null Skill hat der Junge. Akimbo auf dieser Waffe. Akimbo auf dieser Waffe ist noch einfacher als, wie heißt die? P18. Nein, P18. Doch, es ist noch einfacher. Triffst ja fast immer. Das ist das Problem. Was ist das für eine Waffe? Das ist Desert Eagle. Mit der kannst du snipen sogar, selbst mit Akimbo. Das ist kein Problem. Ey. Hab dich vorher gesehen. Kann nicht sein. Ich hab dich gesehen. Dafür habe ich als Ausgleich die Skillwaffe überhaupt. Ah. Die nämlich. Und dann nimmt die andere das Skill. Und dann mit der Schrotze, mit der man eine viel größere Reichweite hat, mit der man mit dem Griff noch viel besser snipen kann. Hier kriegst du deine Bots. Oh, ey, aber das war gezielt, ja. Natürlich war das gezielt. Ich ziehe immer mit der Waffe, kommst du noch weiter. Eben. Die ist nämlich noch viel schlimmer als die Desert Akimbo. Hatte ich dem Yoshi auch letztes Mal schon gesagt. Der hat sich auch schon darüber beschwert. Die ist noch viel schlimmer, die Schrotze, mit dem Griff. Aber trotzdem immer noch eine Schrotze. Die Desert hat immer noch eine höhere Range. Ist auch one-hit. Ja, aber du triffst nicht mehr. Das ist das Problem. Desert doch. Nein! Oh Mann, ich dachte, ich wäre drauf gewesen. Lässt er sich von dem Basti snacken? Ja, Basti hat sich gut weggeduckt. Basti? Okay. Da lässt er sich vom Basti wegsnacken. Weitere Fragen? Ich dachte, da hätte ich das vielleicht schon gewusst. Du holst das hier, ne? Du machst das schon. Basti hat sich aber auch richtig gut weggeduckt bei mir, muss ich sagen. Also da konnte ich... Ja, okay, das ist so ein Vektorproblem jetzt gerade gewesen. Das ist ein typisches Vektorproblem. Warum hätte ich nachgeladen bei euch? Ich wollte gerade, hab da gedacht, warte noch eine Sekunde, bis du rum bist. Aua. Da wollte mir einer auf die Eier gehen. What? Nicht what? Gestoppt, warum du nicht gestorben bist. What? Bombe hat der Basti. Das wollte ich nochmal so klären.
Mann! Oh Mann, war das schlecht! Das war so schlecht! Da muss er irgendwo kommen. Oh mein Gott, gerade angesprintet. Sehen kannst, er stellt sich hin, muss aber noch das Magazin reinpacken. So voll panisch hat der Kerl noch geguckt. Musst du ein Messer. Ja, aber das, du konntest quasi im Gesichtsausdruck erkennen. Warte, noch nicht, noch nicht. Ich brauch mal eine Sekunde. Magazin steckt noch nicht. War unfair. Ja. Basti ist halt nicht der Typ, der schnell nur rein, raus. Einer A-Außen. Ne? Ja. A-Außen. Jetzt ist es nur noch einer A-Außen. Ja, gut. Aber Kinders, ne? Ganz ehrlich, war keiner von uns A-Außen. Nicht ins Kaffee, nicht ins Kaffee. Danke. Ich bin sowieso aus dem Hunger. Das ist doch A außen Kaffee da an der Seite. Und Kaffee ist A, aber es war kein daneben Kaffee. Es war kein A außen. Das konnte ich aus meinem Winkel nicht Basti, sehen. Basti, das hättest du nicht überlebt. Nein, hätte ich auch nicht. Aber wenn ich rausgelaufen wäre, hättest rennen können, wohin du wolltest. Sonst wärst du Jan und mir vor die Waffe gelaufen. Das war unglücklich für dich. Ich hab irgendwie versucht, von da aus zu planten, aber das ging nicht. Nee, von da aus planten ist ein bisschen schwieriger. Um nicht zu sagen, unmöglich. Vor allen Dingen hatte keinen Tag bei Lukas und dann hab ich gedacht, ach, schieß aber drauf. Du lagst da drauf. Ah, da lagst du. Ah, okay. Gut, nice to know. Gut, ne? Ist da. Ich hab dich weiter. Ich hab dich im Haus irgendwo vermutet, weil ich nicht gesehen hab. Also, B lang war. Okay, reicht. Aber nicht. Guter Wurf, Respekt, ne? Aber ich bin am Leben. Ja, natürlich bist du am Leben, aber die Klette ist trotzdem genug Turm für mich. Ja, boah, wie die voll in die Fresse gelandet ist. das verliere ich auch gerne. Solange die Klette gesessen hat, ist alles gut. Nicht schlecht. Herr Schrotzen-No-Skiller, ne? Da wir schimpfen sind hier. Ja. Mit der Schrotze. Mit der Schrotze. Der andere auch hier. Ja, keine Chance. Auch hier. Auch ja, hoch. Ist okay, so schnell bin ich nicht. Also Kinas, wenn ihr wollt, packe ich auch die Diegel wieder aus. Ihr müsst mich nur ein bisschen provozieren mit der Schrotze. Nö, jetzt hat der andere die ja. Oh nein, ich hab geschossen, ich wollte gerade Klasse wechseln. Sehr gut. Kennst du das? Hashtag Genius. Genius. What? Einer außen. Alter, da schimmelt der da am Reifen. Du bist doch der Reifen schimmelt nicht. Ach Quatsch. Am Reifen. Das war ärgerlich. Ja, ich hab. Ja, der kam einmal rumgerusht. Ne? War Pech. War Pech. Aber ich muss meine neue Messertaste ausprobieren. Die drücke ich ja mal so oft in letzter Zeit und baue mir noch eine Bombe im Weg. Jetzt wollte ich einmal einen so messern. Da läuft aber auch nie einer her von denen, ne? Der ist nach rechts weg. Den anderen habe ich. Okay. Der sitzt, wenn du reinkommst! Ja. 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 Aber ich stand gut hinter der Puppe, Mann! Von meiner Position aus dich. Nee, aber von da. Ja, aber das Problem ist, wenn du schießt. Ich glaube, wenn ich nicht geschossen hätte, wäre vielleicht etwas vorteilhafter gewesen. Nee, ich hab dich sofort war gesehen. Also. Ja, du nicht, ja, du solltest mich auch sehen können. Deswegen habe ich in deine Richtung gezielt, aber. Haben wir es fast gemacht, ohne zu sterben. Aber einer tot ist auch immer noch akzeptabel. Fick dich! Der Wurf war scheiße. Oder vielleicht doch. Der Wurf war scheiße. Wohin die ging? Die hat weder gepiepst. Ja. Die hat sich von innen in den Panzer gebackt, übrigens. Das mal so zu erklären. Alles plant. In den Panzer gebackt hat die sich, Mann. Wow! Danke. Oh, schade. Ich renn so raus. Ach, renn's mal zu B. Oh mein Gott! Ja. Panikschuss. Danach warst du nicht mehr zu sehen. War der auch knapp am Panzer vorbei. Jetzt weiter.
Aber es sind sehr schnelle Runden hier, ne? Da wir beendet werden, ja. Ja, du hast ja nicht ganz so viele Laufwege, du triffst zwangsweise irgendwo aufeinander. Da ist nichts mit drumrum sneaken. Das ist ja das Witzige an dieser Karte. Okay, dann halt nicht. Dann halt. War das deine? Da habe ich selten geguckt. Oh, keine da. War das deine? Nein, oh, ich weiß, wo einer ist. So besser. Los hier. Na, er war gerade noch im blauen Gebäude. Einer war bei A. Bombe? Warte. Boah. Ist er. Ich hab gerade einen Fetzen irgendwo. Bombe bei A. Hab ich einen Fetzen hier herumfliegen gesehen und dachte mir so, okay. Guck noch. Da kann er nicht stehen. Bombe bei A. Die Zeit wird knapp! Ja, ich hab gerade einen von euch gesehen, aber das. Kann der mal wieder dahin zurückkommen, wo er hergekommen ist? Nö. Nö. Nee, nee. Ich hab gar keine Granaten mehr. Das ist traurig. Verlier das! Ich wollte ein Messern jetzt. Ich dachte, ich krieg ihn schneller gemessert, als er mich down, weil ich nicht mehr so viel Schüsse hatte. Boah, jetzt weiter gut, ey. Alter, wie übel. Ich war schon in der Tür drin wieder. Das ist ja wohl. Übertrieben, Mann. Ja, das war so Last Millimeter. Last Millimeter und der Millimeter ging noch einen Meter um die Ecke. Wanted sein. Kaffee, einer. Einer mittig, ja. Ja, den meinte ich ja. Voll. Einer außen! Ne? Einer außen. Ja, okay, der war halt im Anschlag, als ich auf ihn zugerannt bin. Das war ein bisschen unglücklich. Wir sind erstmal beide aufeinander zugerannt. Ja, aber in dem Moment, wo ich dich gesehen habe, warst du schon im Anschlag fast. Das ist zu böse gewesen. Du böse, ich war im Fullsprint. Was habe ich, hab ich eigentlich denn hier auf der Klasse? Gut, Frage. Keine Ahnung, wo er ist, aber. Ich glaube. Ich glaube nicht, dass du eine Ahnung hast. Ich habe ihn ja hier noch herlaufen sehen. Ja, aber das ist schon ein ganz schönes Stückchen. Ja, das dachte ich mir jetzt auch schon. Fang mich auf! Oh! Du bist ein ganz intelligenter, weißt du das? Alter! Von allen! Krass, Mann! Laufen, wie bist du dann schneller, ey? Kannst du mal raten, was ich auf der Klasse hab, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher, aber ich kann mal nachgucken. Schnell nachladen, ne? Hab ich's. Schnell klettern. Extra Schaden pro Fahrzeug. Oh, ich hab Feuerkraft drauf. Unüblicherweise. Also mit der MP5K kein Leichtgewicht benutzt, das ist voll krass auf der Waffe. Hab ich aber. Klasse B. Ich hab Leichtgewicht. Dann hättest du schon. Ich spiele UMP mit Feuer? Eben. Deswegen bin ich ja so verwundert. Ich habe ja bei mir habe ich ja gezogen, aber das ist ja normal halt, aber dass er halt schon so krass früh war, das hat mich schon gewundert. Ich hab halt auch eben angesprintet, ne? Einer war in dem Video. Ich hab so gehofft, dass du mich nicht gesehen hast, ne? Ich konnte nicht schießen. Ich hätte nur Auto getroffen. Und wie eben, wie wir eben gelernt haben, sind die Scheiben nicht kugelsicher. Sind gar keine Scheiben drin. Die sind trotzdem kugelsicher, oder man nicht. Naja. Aber Basti, du machst das schon. Panzer. Sehr gut. Nur nicht aus dem Konzept nehmen lassen. Was du getroffen hat, ist eigentlich noch fast eine Frechheit, ey.
Nein, der rennt nach links! So, war noch so weit nach links gezogen, wie es ging. Und was die. Ja, warst du gerade. Da kommt er her. Der Maschendrahtzaun ist nämlich sicher. Der Maschendrahtzaun ist. Der Maschendrahtzaun ist safe. Da oben ist sinnfrei, ne? Das geht. Du hast unterste Ebene Backstein. Geht. Da ich das hier auf dem Boden liegt, könnte man so, ne? Nein, die ist aber, der ist aber komplett kugelsicher. Nee, kugelsicher ist der Maschendrahtzaun nicht. B-lang. Einer B-lang gewesen. Der hat sich aber was eingefangen. Bleihaltiges. Mhm. Aber er lebt noch. Nee. Der hat kassiert. Der hat instant kassiert. Du hast kastriert? Ja. Instant kastriert. Instant kastriert. Das muss wehtun, glaube ich. Ich mach so ein bisschen Sightseeing. Mach du mal dein Sightseeing. Oh, meine Nase. Ja. Ah, B. Da, wo Basti gerade war. Nein, ich will hier raus. Deine Leiche liegt. Falsche Seite der Bombe. Ah, das war aber relativ knapp, oder? Aber wie hast du denn die Bombe entschärft? Ja, ich gemacht, da warst du schon fast entschärft. Was? Ich? Bei mir hat der Deckel erst aufgemacht, da war die Bombe schon fast entschärft. Was? Ja, ich kann das manchmal auch so. Einer B lang. Hast du mal Klasse gewechselt? Ich wechsle nochmal Klasse. Machen wir das nochmal. Das ist toll. Boah, wie schlecht ich bin. Du lässt dich ausgerechnet von einem anderen Slingern? Ausgerechnet ich? Das hört sich ja, ah. Das hört sich ja so an, als wäre ich der mit 1000 Spielstunden. Hatte über deinen Namen das sollte das nicht den heißen. Grünen Pfeil. Und hab dann nur gedacht, ach, das ist ja der Lukas. Ja, ich habe erst voll daneben gemessen, das war voll peinlich. Deswegen hab ich mich überhaupt nicht gewehrt. Finde ich gut. Lukas, hast du gehört? Ich bin dein Freund. Bestimmt. Hallo Jan. Jan, wink mal in die Kamera. Ja, hey, Mann, ja. Die Kamera ist da drüben. Ist einmal rechts und einmal links vorbeigeguckt. Alles super. Ich folge dir. Ich glotze dir auf deinen durchtrainierten Sprinter Popo. Wupp. Nein! Sprinter Popo. Alter, wie ich voll drauf hab, wie Lukas sich hinlegt. Das ist so episch. Siehst du, Lukas legt sich hin und Jan. Oh, Jan, guck mal. Die Frage ist einfach Jan, zu fett. Und der Jan, der guckt einfach nach links und denkt sich so: Da habe ich mich doch einen hinlegen hören. Da drehe ich mich schon mal. Und wenn der jetzt nicht innerhalb der nächsten 0,25 Sekunden schießt, habe ich ihn umgebracht. Ohne dass er weiß, warum. So ist der Jan dann drauf, weißt du? Ohne Scheiße. Und ich hab vorher gewartet, ob du da rauskommst, ne? Desert Bro. Oh, keiner im FSK-Bereich. Lukas mag keine Pornos. Oh. Nee, aber ich mag Pornos, Jungs. Ihr hättet vielleicht mal nachgucken sollen, oder? Bin schwer enttäuscht von dir, Lukas. Ich bin schwer enttäuscht von dir. Du hättest ja sagen können, dass du die Bombe nimmst. Wäre viel einfacher. Wir können uns ja nochmal da treffen, okay? Einer Mitte. Kaffee, Seiteneingang wahrscheinlich. Mitte übrigens bei A. Treffen wir uns da? Ja, gib mal Gas. Thomas braucht zwar noch eine Min, aber. Im Kaffee. Ist er auch nicht. Im Kaffee oder ich, ist er nicht. Oder ich sehe ihn von meiner Pussy aus nicht. Panzer. Doch, Kaffeeseite vorne. Danke. Ich habe mir ein Visier Kaffee gehabt, aber er war bei mir hinter Panzer. Deswegen habe ich noch Panzer gesagt. Warte, ja, oh scheiße, der Winkel ist kacke dafür. Ich hätte gedacht, du, wenn du irgendwo anders gesessen hättest, ich wäre durch die Tür und... Ärgerlich, ja. Das sah so aus, als ob es wehtat. Schön in die Wade geschossen. Gib morgen Muskelkater. Wenn's nur Muskelkater ist, kannst du ja zufrieden sein. Nein, sie ist nicht mehr losgeflogen! Blaues Haus. Doch, die ist losgeflogen. Ja, aber die, ist ein, die hat einen Bunnyhop gemacht, mehr nicht. Wo ist er denn? Ne, nicht der, sondern der. Ja. Der, sondern der. Komm mir komisch vor, wenn du mich nur der nennst.
die da. Wir dürfen nicht gewinnen, ne? Die da. Ich hab grad Spaß mit der Kameraführung. I don't like this situation. I like. Hat aber schon lange gedauert. Das hat aber schon schlecht. Gesehen, ne? Doch, das hat keiner gesehen, außer ich. Keiner hat das gesehen. Außer mir hast du. Außer mich. Außer mich, Sammy, ist immer einer. Wo ist denn der? Da ist der. Hm. Ach so, Basti, was machst du denn gerade? Ich hab grad Durst, aber ich hab nichts zu trinken. Ich gucke. Die Zeit wird knapp! Gehört Lukas, die Zeit wird. Oh lol. Oh Jan. Ah, okay, der war Jan. Soll den Jan, ich. Ach, war 12. Punkt. Cool. Danke fürs Zuschauen. Danke. Ja, wo du Basti erschossen hast, hab ich auf dich geschossen. Das war einfach nicht ja, ich gemerkt. Weiß. Ja, doch, ich hab's gemerkt, Schrot. Aber ich hab's sofort einen Abgang. War ein Schrot? Auf jeden Fall danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao. Ciao. Aber du bist einfach verschwunden. Wie ja, ich hab's halt gemerkt, aber ich wusste nicht, wo du warst, daher konnte ich das nicht. Genau hinter dir her.